Das könnt ihr nicht tun. Wir verurteilen dich, Nadler von Atlantis, für deine Verbrechen. Wegen krassen Missbrauchs deiner Kräfte und wegen Diebstahls unserer Kräfte. Das könnt ihr nicht, ich habe... Du hast den Dreifachverbund zerstört, der unser Volk einträchtig geführt und beschützt hat. Du hast Zio Khan und mich mit unserer eigenen Armee herausgefordert. Hast unsere Krieger von der Pyramide fortgelockt, damit du die Schöpfungskraft der Pyramide für deine stumpfe Zerstörungswut missbrauchen konntest. Stumpf? Seht euch doch an! Keiner von euch hat auch nur einen Funken Erfindungsgeist im Kopf. Verschwender! Lass es uns einfach tun. Tihocan! Du hast eine heilige Opferstätte aus purer Habsucht geschändet und als Brutfabrik missbraucht. Eine neue Generation zum Überleben geboren. Jetzt sind sie Hackfleisch. Und dich, Natla, werden wir in Stasis versetzen. Deine Adern und Füße, dein Herz und dein krankes Hirn mit gefrorenem Blut bedecken. Schau deiner ewigen Unruhe in die Augen, Nadler. Ihr werdet auch keine Ruhe finden und euer verdammter Kontinent Atlantis. Na, wieder da? Sie auch. Zur feierlichen Wiedereröffnung nehme ich an. Die Evolution steckt in der Sackgasse. Kaum noch natürliche Auslese. Die Ausbreitung neuer, frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen, uns stärken und voranbringen, sogar neue Rassen erschaffen. Eine Art gedopter Evolution also. Ja, ein Tritt in den Hintern. Die albernen Wichte Qualopec und Tihocan haben ja keine Ahnung. Der Untergang von Atlantis hat eine Rasse träger Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen. Dies ist, was die Welt braucht. Nicht auf diese Art. Ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden. Zu spät für eine Abtreibung. Nicht ohne das Herz der Operation. Nein! 10. 5.